Jo, mach du. Ist krass, wie das Charaktermodell von Elena total anders aussieht. Ich spiele die gerade als Charakter. Gehen Sie zum Ausrufezeichen auf Ihrem Radar. Alter, sieht das geil aus. Ja, ne? Boah, und vor allem in 60 Frames. Wie Ja, geil. gerne die Vergleichsszenen zu Tomb Raider. Leider gibt es das ja noch nicht auf der PlayStation. Nee. Was ja auch halt gelobt wird für die Optik und so. Aber ich glaube, also, ich wäre da, glaube Wow. ich, auch nicht mit. Krass, ey, der ist mit einem Kick K.O. Boah, sieht das gut aus. Vor allem heute gab's kam so ein Trailer raus, nochmal so ein kurzer Den habe ich heute Morgen DLC. gesehen. Ja, wo ich auch nicht ganz dachte, hä, wer ist die Frau? Wieso Ja, schlägt die Nathan Drake fast irgendwie K.O.? Aber das ist doch der Hammer mit den ganzen, mit den Gesichtsanimationen. vor allem, das sah echt ziemlich echt aus, ne? Ja. Echt krass. Vor allem, das ist ja bei Naughty Dog, die machen das ja, das ist ja kein Capture, wo dann einfach das so eins zu eins übertragen wird. Die animieren das alles extra nochmal nach. Also die nehmen das so Aha, als okay. Vorbild, was halt, was die Schauspieler machen. Und dann animieren sie das aber alles nochmal hinterher. Und das sieht so unfassbar gut aus. Also wenn das die Cutscenes sind und wenn es da wirklich immer, so wie in allen Uncharted-Teilen, immer so eine gute Menge von gibt, ey, boah, da hab ich echt dann Bock drauf. Oh Das sieht so ja. fantastisch aus. Steuerung kann man immer noch nicht ändern. Schade. Naja. Ja, muss man sich wohl einfach dran gewöhnen dann. Wie krass. Ich stehe hier gerade an der Klippe, wo die ersten zwei Gegner gekommen sind. Und dann jetzt, wo man weitergehen kann. Gut, das aussieht. Komm schon, helf mir doch. Boah, ich Wasserfall. muss mal genau gucken, wie viel Credits man eigentlich kriegt, wenn man jemanden wiederbelebt, weil bei Last of Us war es ja so, dass du da echt wirklich richtig gut Punkte machen konntest, wenn du einfach nur als Support gespielt hast. Bisher kam immer eigentlich einer an und hat geholfen. Oh, man stirbt ja auch so schnell. Mist. Drücken Sie Touchpad, um das Geschäft zu öffnen. Okay, kaufen Sie einen Unmensch helfen. Also mit Dreieck nachladen ist echt eine Umgewöhnung. Bewegung, die du halt so drin hast, wenn du Ja. so Third Person spielst. Nein! Wie geil und wie flüssig die Animationen einfach sind. Im Lauf die AK auf dem Rücken geschnallt Schuss, und Pistole schnell. ausgewählt. Echt geil. Boah, kriegt man da Damage, ey, Wahnsinn. Alter Schwede. Achso, jetzt muss ich hochklettern. Okay. So. Ach nee. Nee, da drüben. Mist.
Kreisentdeckung. Hä? Ach, da. Okay. Jetzt habe ich wohl zu lang gewartet. Die Zeit abgelaufen, während dem Tutorial. Wie viel Damage, wie viel Recoil oder so. Jawohl, helf mir. Alter. Ich bin gerade in dem Anpassungsmenü, da kann man Nathan Drake Hüte aufsetzen. Cowboy-Hut. Sturmhaube. Eckige Immerhin Fliegerbrille, das schadet sieht cool 3 aus. doch so viel in dem Multiplayer, dass du da einfach noch kaufen kannst. Aber das brauche ich nicht alles. Ich meine, bei Last of Us habe ich ein bisschen was gekauft, aber hauptsächlich halt Waffen. Als die rauskamen. Die Emotes sind cool.